Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und was ist denn hier los? Stroh innen ist voll. Okay. Dann fahr das mal hier hin, bitte. Fahr es am besten erstmal ab. Ich habe jetzt mal extensiv getestet und muss gestehen, so richtig viel weitergekommen bin ich nicht. Zwei, drei Mods haben Fehler geschmissen, die habe ich runtergehauen. Und ansonsten ist es mir bisher nicht ganz verständlich, woran es liegt. Wir schauen jetzt mal, wie es jetzt generell läuft. So, Arion ist angekommen bei Hofparken. Okay, nachtanken. Die stelle ich jetzt erstmal hier hin. Ich habe festgestellt, in der letzten Folge habe ich ja die Drescher weggeparkt. Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken, denn die müssen jetzt noch arbeiten, das ist klar. Wir schauen mal. Und das ist fertig, das ist fertig. Die 13 ist noch nicht fertig. Gerste. Und da werden wir dann auch gleich, so hier wie immer, den Frontlader mal kurz abkuppeln. Da werden wir jetzt auch gleich dann die ganzen Abfahrer für brauchen. Hier sind wir auch fast durch, das ist gut. Und irgendwo steht doch der hier. Und der muss jetzt Ballen pressen. Also wir haben auf jeden Fall noch jede Menge zu tun. Und ich werde mal gucken. Ja, das... So, Heuschrecke abkuppeln. Aber wartet mal ganz kurz. Okay. Ich habe gerade mal was ausprobiert. Okay, so. Ja. Dann hierhin, du bist beim Heufeld. So. Mir wäre es lieber, du würdest versuchen, an dem vorbeizufahren. So, hier wird gepflügt, das ist okay. Cranberry haben wir fast alle verkauft. Dann fahr noch einmal rum, bitte. Hier sind auch die letzten Züge. Ich muss mal den anderen Messer angucken, ob der... Das ist dann der hier. Der müsste jetzt zurück zum Stroh fahren. Dann gucken wir mal. Also es scheint auch nicht an Spotify zu liegen. Ist mir ein absolutes Rätsel. Okay, wir konzentrieren uns ein bisschen aufs Spielen, würde ich sagen. So, Kursplay-Modus habe ich angemacht. Mal gucken, ob er seinen Punkt wiederfindet. Ich hatte das Spiel neu gestartet. Schön, dass du auch noch hinfährst. Sehr gut. Okay. So, den können wir einfach direkt hier ankoppeln. Oder mit zwei dreschen, oder? Nur zumindest mal versuchen. So, jetzt kurz drüber nachdenken. Ich habe keine Ahnung. Welcher von den beiden Dreschern? Ah.
Das Problem ist, ich kann jetzt den Kurs nicht rauslöschen, weil ich nicht weiß, wer von den beiden. Er fährt hier seine Runden. Das ist absolut fantastisch. Das muss auch mal bald repariert werden. Welcher von den beiden Dreschern den Kurs drin hat, den wir brauchen? Hab hier schon mal ein bisschen weitergemacht. Fahren wir den nochmal einmal fertig. 1,5 Millionen. Okay. Huch, jetzt bin ich dagegen gefahren. So ein Mist. Super. So, kriegen wir das dann noch hinter? Ich würde sagen, der Anhänger, der dürfte ein bisschen Geld geben. Bin ich fast von überzeugt. Vielleicht kickt jetzt auch so langsam. 5-2 Kickball Change. Diese große Karte rein. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr Tipps habt, sehr gerne. Aber ich fürchte, ich werde jetzt tatsächlich warten müssen, bevor wir das Weizenfeld angehen. Bis das Grasfeld durch ist. Damit ich dann den anderen Messer auf das andere Feld schicken kann. Dann kann ich den Kurs übernehmen. Und hier stehen schon alle zum Abfahren bereit. Das wird auf jeden Fall eine ordentliche Abfahrerkolonne. Das wird richtig gut. Apropos Abfahrerkolonne. Ihr habt mir sehr viele, sehr gute Tipps in den Kommentaren gegeben. Musik geht wieder an. Und ein Kommentar, muss ich sagen, hat mich mit am meisten, also zum Nachdenken angeregt. Und der war, hey, sag mal, spielst du hier die Wild West oder was? Kauft ihr vernünftige Abfahrer? Stimmt schon, ne? Also jetzt auf günstig gehen, nur weil günstig... Also ich denke mir, wir gehen mal rückwärts an die Sache ran. Was wäre denn ein cooler Anhänger? Ein richtig cooler Anhänger, finde ich, muss einer sein, der erstmal alles aufnehmen kann. Deswegen gucke ich schon mal von vornherein bei den Mods. So, die können es nicht, die fände ich aber cool. Wir könnten natürlich mit solchen IT-Runner-Geschichten arbeiten. Ja, ich weiß nicht. Die sind zwar groß, aber so, was ist mit dem hier? 18, nein, nein, nein. Hier, die haben natürlich, der wiegt, hat, also Minusgeld kenne ich, aber Minus Kilo gibt es auch, 48. So, den haben wir ja. Dachte ich. Ich glaube, ohne Tonis Mod dann. Ja gut, 120, den haben wir nicht. Aber 80 Kubik ist für so einen Fliegel auch zu viel. Also was will ich denn abfahren? Ich würde mal sagen, so 40 Kubik wäre doch. Das wäre doch eine Nummer. Der kann 52. Wow. Gucken mal hier. Schnee, Kalk und so weiter und so fort. Cranberries. Der kann eigentlich alles hier. Krone. Der macht auch einen ordentlichen Eindruck. Reifenvarianten, Breitreifen, Abdeckung. Selbst darüber könnte man nachdenken. Oder ist uns der schon zu groß? Gedanken über Gedanken. Also so einer bräuchte dann 250 PS zum Abfahren. Eine Nummer kleiner, aber ich finde die ganz hohen nicht so gut. Dann wären wir wieder hier. Den als große Variante mit 34 und ihm dann einen 50 fahrenden mittelgroßen kleinen Traktor vorhängen. Wie so einen kleinen Messe. Könnte man machen. Wie einen kleinen Fendt. Oh, 700... 724er Abfahrer. Und dann dahinter der Brandner. Wären wir bei 250.000 pro Abfahrgespann. Aber das wäre ein Abfahrer.
Sag ich mal so. Ich glaube, wir kaufen uns vernünftige Abfahrer, die wir dann auch für immer benutzen können. Und die sollten auf jeden Fall 50 fahren. Erster Wegpunkt und los. Ich mach mal gar nichts. Das zeigt mir, dass wir hier noch den richtigen Kurs drin haben. Und die Statistik sagt, dass wir schon fast 1000 Ballen gepresst haben mit diesem Ballenpressgerät. Okay. So. Das sind die letzten Cranberries, dann können wir den nach Hause schicken. Und dann schaue ich direkt nochmal rein. Ja, das war jetzt auch überfällig, ne? Habe ich schon drüber nachgedacht, wann das wohl passieren wird. Wir sind schon auf Seite 110 angekommen. Sonja, mein Mann und ich waren immer so glücklich, sagt Petra. Und was ist dann passiert? Sagt Sonja, dann haben wir uns kennengelernt. Mhm. Okay, der nächste. Da kann auch ich wieder nur drüber lachen. Gut. Schon cool. Ist schon cool. Ja, Motor aus umwelttechnischen Gründen. Ja, der Rest ist eigentlich soweit in Ordnung. Ich gebe aber offen zu, wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin, so, dass ich hier musste ich einen Wegpunkt rausnehmen. Also egal, was ich hier mache, habe ich euch in der letzten Folge gefragt, da bin ich mal gespannt, wie ihr mir das sagt, warum die hier alle reinfahren. Die fahren alle hier rein und die großen Fahrzeuge bleiben natürlich dann hier hängen. Hier sollen ja nur die reinfahren, die wirklich hier hin müssen. Sieht es denn eiertechnisch aus? Ist auch noch nicht so dolle. Wie sieht es milchtechnisch aus? 50.000 Liter, das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, und ich denke, ich werde jetzt zwischen den Aufnahmen warten, dass die hier fertig sind. Dann hole ich mir den richtigen Kurs in die Drescher rein. Und dann können wir in der nächsten Folge die Drescher starten lassen. Dann springe ich mal zu dem hier. So, und das ist jetzt 3 oder 4 Mal passiert. Das müssen wir jetzt einmal korrigieren. Ein bisschen. Reicht ja bestimmt schon. Okay. So, dann können wir mal gucken, wie wir hier verkaufen. Besser. So, 67.000. Perfekt. Zurück zum Sägewerk. Okay, 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 okay. Er ist hier dabei. Das geht auch so schnell. Das ist so cool. Da habe ich nämlich überlegt, müssen wir tatsächlich mal nachrüsten. Und das machen wir jetzt auch. Falscher Knopf, den wollte ich drücken. Und zwar gibt es doch den hier auch als Autoload. Und der kann dann auch Ballen laden. Und zwar 30 240er. Das könnten wir doch machen. Ist bestimmt cool.
Ist auch da ein bisschen Anspielung an unser neues ETS 2 Let's Play. Oder? Der kostet auch überhaupt kein Geld. Wollen wir das machen? Ich glaube, den können wir brauchen. Also. Man muss auch Sachen mal kaufen. Haben wir hier irgendwas übersehen? Nein. Haben wir uns alles schon angeguckt. So, angekommen bei Exporthafen. Das haben wir schon gemacht. Sehr gut. Schön. Okay. Es werden jetzt irgendwie ein bisschen kürzere Folgen. Das will ich eigentlich gar nicht. Dann lasst uns doch noch ein bisschen 314 erfahren. Ach so. Jetzt. Dann haben wir ja auch fast hier alle Bäume dann. Ich glaube, zwei Paletten stehen da noch und dann können wir mit den eigenen anfangen. Weiß jemand von euch zufällig aus dem Kopf, wie lange die Fichte braucht, bis sie ausgewachsen ist? Wie viele Monate? Das ist, glaube ich, sind irgendwie, sind es 18 Monate oder gar 24? Bin mir nicht ganz sicher. Gut, jetzt gucken wir mal, ob da hinten noch welche sind. Nee, ich glaube nicht. Nee, hier ist nichts mehr. Dann können wir gerade, wenn wir eh schon mal hier sind. Hier brauche ich mal eine Anzeigetafel. Rotation einstellen. Na komm. So, wie sitze ich das denn jetzt? Ich will da keinen großen, ich will nur so ein kleines, aber... Ist auch blöd. Okay, dann geht es halt nicht. Da muss ich hier unten gucken. Hackschnitzel ist voll. Okay, das ist auch in Ordnung. Dann ist es so, wie es ist. Gut. Dann laden wir nochmal auf. Was ein schöner kleiner Trecker. So klein ist er ja gar nicht. Und aufgeladen. Super klasse. Also, in der nächsten Folge geht's los mit dem großen Gerstefeld. Und ein paar andere Sachen sind ja im Juli auch noch zu tun. Ich tweake weiter an den Grafiksachen rum. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.